Also die erste Map gegen Euronix, die war ziemlich gut. Wir hatten auch ein bisschen Confidence, weil das eine der stärksten Maps von uns ist. Erwartet worden sein von Panthers. Das war jetzt klar, dass es wieder NCB heißt. Das Einzige, was bisher geklappt hat. Ja, jetzt wird er mal verzögert, kurz eingelaufen. Nicht richtig gecheckt. So ein Ali spielt das sehr gut. Der ist da gerade wirklich richtig an den richtigen Positionen zur Stelle. Die zweite Map, Cash, wir hatten einen super Anfang. Wir haben, glaube ich, 8-1 oder so geführt. Wir dachten, das Ding machen wir auch wieder locker zu. Aber dann kam es zu ein paar sehr knappen Runden und sie konnten wir dann einfach nicht gewinnen. Ja, auch sehr stark jetzt gerade Main. Oh, und Saiken, die Nate, also vielleicht Glück ein gutes hat. Timing mit der Nate jetzt reinzugehen. Oh, der kriegt direkt zwei. Einer ist noch groß und jetzt die Frage, kommt Saiken, er kommt raus. Train war natürlich ein absolutes Krimi für uns. Wir haben gar nicht mehr damit gerechnet, dass sie überhaupt noch nie Overtime schaffen. Es war ja super knapp. Team 1 gegen 5, das kann er nicht machen. Das darf er nicht machen. Und er macht es auch nicht. Overtime. Es ist das 15-15. Es geht in die Verlängerung. Wahnsinn. Und dann, als es in die Overtime ging, wir haben die erste Halbzeit 2-1 verloren. Und dann ist natürlich so, im TS erstmal, du musst erstmal die richtigen Worte finden. Ich habe probiert, die Jungs zu motivieren. Wir haben gesagt, jetzt scheiß auf alles und gebt einfach Gas. Wir fahren einfach raus, wir machen jetzt die Frags. Ich bin nochmal in mich gegangen, habe nochmal überlegt, was macht Euronix. Und ich denke, ich habe meine Spieler gut motiviert und wir konnten die letzten drei T-Runden dann holen und konnten das Match für uns gewinnen. Bombe liegt, 4 gegen 1 Überzahlsituation und Johnny zieht es jetzt in die Länge. Und dann fällt. Ist das da. Dass wir Deutscher Meister geworden sind, bedeutet sehr viel für mich. Vor allem, nachdem wir eine sehr schwierige Saison hatten am Anfang. Wir wollen uns auf jeden Fall verbessern. Wir wollen uns in Deutschland durchsetzen. Wir wollen hinter Big die Nummer 2 sein. Und ich denke, heute waren Ausrufezeichen und das hat gezeigt, dass wir in der Lage dazu sind.